Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur 12. Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute, am 11. April 2011, ist der erste Tag, der Erscheinungstag, ab dem es dieses Buch gibt, Schmerzgrenze, vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. Und ich freue mich und bin stolz, dass wir hier in Feldkirch, in der Arbeiterkammer, die Ersten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind, die dieses wegweisende Buch präsentieren dürfen. Wir haben sozusagen die Pole Position. Autor dieses Buches ist einer der führenden Wissenschaftler im deutschen Sprachraum, der Neurobiologe, Arzt und Psychotherapeut Joachim Bauer. Und er ist extra für diese Präsentation aus Freiburg angereist. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Guten Abend. Vielleicht wissen Sie es und ist das Eule nach Athen getragen, aber ich möchte doch zur Person und zum Arbeitsgebiet von Joachim Bauer kurz sagen, er lehrt an der Universität in Freiburg und zwar ist er dort tätig an der Universitätsklinik in der Abteilung für psychosomatische Medizin. Er ist Facharzt für innere Medizin, Facharzt für psychosomatische Medizin und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er hat sich auch in beiden Fächern habilitiert, innere Medizin und Psychiatrie. Allein das finde ich schon so außergewöhnlich. Das nächste, Joachim Bauer hat selber jahrelang an Genen geforscht. Also er schreibt nicht nur theoretisch darüber, sondern er ist selber ein Genforscher und er hat dafür einen renommierten Preis, den Organon-Preis der Deutschen Gesellschaft für biologische Psychiatrie bekommen. Joachim Bauer ist weltweit vernetzt mit den Spitzenforschern der modernen Neurowissenschaft und er hat einen Überblick über die aktuellen Forschungsergebnisse wie kein zweiter. Und zu alledem hat er die Gabe, diese Erkenntnisse auch in einer Sprache, die für uns Laien verständlich und klar und nachvollziehbar ist, darzustellen. Er hat das erinnern Sie sich vielleicht, in insgesamt 9 Fokussendungen in den letzten Jahren gemacht und viele von Ihnen werden Joachim Bauer kennen von den Büchern, die er geschrieben hat. Das Gedächtnis des Körpers, das ist ein Buch, in dem es darum geht, wie Lebensstile und Beziehungen unsere Gene steuern. Er war einer der Ersten, der das so auf breiter Basis bekannt gemacht hat, wovon heute alle reden. Dann das Buch Warum ich fühle, was du fühlst, intuitive Kommunikation und das Geheimnis der Spiegelneuronen. Das Buch Prinzip Menschlichkeit, warum wir von Natur aus kooperieren. Zum Darwin-Jahr erschien das Buch Das kooperative Gen, Evolution als kreativer Prozess. Und für Lehrer, Eltern und Schüler gibt es ganz ein wichtiges kleines Büchlein, das heißt Lob der Schule. Ich persönlich finde, diese Bücher muss man gelesen haben, muss man kennen, wenn man mitreden will, wenn man mit seinem Wissen auf der Höhe der Zeit sein will. Und dasselbe gilt für dieses neue Buch. Denn einerseits erschaudern wir über das Ausmaß von Aggression und Gewalt, angefangen in unserem Alltag, vor unserer Haustür bis hin in den globalen, weltweiten Dimensionen. Und auf der anderen Seite wissen wir kaum etwas über den Ursprung dieser alltäglichen und globalen Gewalt. Denn die Aggression ist, wie sie entsteht, unter einer dicken Nebeldecke verborgen. Und im Nebel geht man schnell einmal in die Irre, in die falsche Richtung.
Sie, Herr Professor Bauer, sprechen nicht von der Nebeldecke, sondern von der Mystifizierung der Aggression, die beendet werden kann und beendet werden muss. Und Sie meinen damit vor allem die Theorie vom Aggressionstrieb. Was besagt denn diese Theorie und was taugt sie? Ja, die Theorie vom Aggressionstrieb wurde 1920 von Sigmund Freud formuliert, unter dem Eindruck der Schrecken des Ersten Weltkrieges, und besagt, dass es ein Spontanbedürfnis des Menschen gebe, ab und zu einmal destruktiv zu sein, anderen zu schaden, andere zu töten. Es ist erstaunlich, dass Charles Darwin, der ja etwa 40 Jahre vor 1920 gestorben ist, niemals von einem Aggressionstrieb gesprochen hat. Charles Darwin, der große Biologe, hat als den stärksten Trieb des Menschen seine, wie Darwin es nannte, sozialen Instinkte bezeichnet, also das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach sozialer Gemeinschaft. Und hier hat Freud also 1920 Neuland betreten, indem er formuliert hat, es gehöre zu den Urbedürfnissen des Menschen, Aggression auszuleben. Nach ihm, nach Freud, hat Konrad Lorenz dann in den 40er und 50er und 60er Jahren diese Theorie von Freud radikalisiert, indem er so weit ging zu sagen, dass die Aggression überhaupt der primäre Instinkt, der primäre Trieb des Menschen sei und dass Bindungen zwischen zwei Menschen nur dadurch zustande kommen könnten, dass diese beiden Menschen ihre Aggression gegen etwas Drittes gemeinsam richten. Das war nach Konrad Lorenz die Entstehung von Bindung, was natürlich völlig anderen Forschungsergebnissen wie denen von Bowlby zum Beispiel, dem großen Bindungsforscher, widersprochen hat, der erkannt hat, dass der primäre Trieb des Menschen eben die Bindung ist und nicht die Aggression. Ja, und Konrad Lorenz hat mit seinem Bestseller Das sogenannte Böse diese Theorie vom Aggressionstrieb popularisiert, und wir sind eigentlich heute noch in einer Situation, wo viele Menschen glauben, dass es einen Aggressionstrieb gibt, dass in uns Menschen etwas tief Verwurzeltes sei, was einfach ab und zu mal herauskomme und dazu führe, dass anderen Menschen Schaden zugefügt wird, dass wir töten, dass wir Kriege führen. In Ihrer Sicht ist diese Theorie vom Aggressionstrieb nicht haltbar, nicht mehr haltbar, ist sie falsch? Nein, die moderne Neurobiologie gibt Charles Darwin recht, der die Aggression niemals als Trieb, sondern als reaktives Verhaltensprogramm beschrieben hat. Und die moderne Neurobiologie gibt auch Bowlby recht, der gesagt hat, dass das Bedürfnis nach Bindung der primäre Trieb des Menschen ist. Die Aggression ist real, der Aggressionstrieb ist zwar tot, aber die Aggression lebt. Wir haben unglaublich viel Aggression auf der Welt, aber sie entspricht nicht etwa einem Trieb. Zu dieser Mystifizierung gehört neben dem Aggressionstrieb auch noch die Theorie vom egoistischen Gen, die Richard Dawkins entworfen hat. Was ist von dieser Theorie zu halten? Nun ja, Richard Dawkins ist der bedeutendste oder auf jeden Fall in der Öffentlichkeit am deutlichsten wahrgenommene Vertreter der sogenannten Soziobiologie, also einer Richtung in der Biologie, die versucht, auf biologischen Grundlagen Regeln über das menschliche Zusammenleben zu formulieren. Und es war in der Tat Dawkins, der mit seinem wichtigen Buch Das egoistische Gen die Theorie vertreten hat, dass nicht etwa Organismen die Subjekte oder Akteure der Evolution seien, sondern Gene seien die Akteure der Evolution. Und Gene hätten sich Organismen, also zum Beispiel Tiere und Menschen, nur gebaut als Maschinen, um als Gene sich maximal erfolgreich über die Erdoberfläche zu verteilen. Das heißt, nach der Theorie der Soziobiologie und insbesondere von Richard Dawkins sind also zum Beispiel Menschen, Tiere, Pflanzen nur Maschinen, so nennt er das, die den Auftrag haben, die in ihnen liegenden Gene maximal zu verbreiten. Nun, man darf sagen, Richard Dawkins hat selber nie an Genen geforscht, er hat das als Theorie entwickelt. Und alle, die an Genen forschen, ich selber habe ja einige Jahre an Genen intensiv geforscht,
sind sich im Klaren, dass zu behaupten, dass Gene einen Egoismus hätten, eine reine Theorie ist, die durch nichts belegt werden kann. Gene sind Kooperateure und Kommunikatoren. Gene stehen in permanentem Austausch mit der Umwelt. Sie kommunizieren auf molekulare Weise permanent mit der Außenwelt. Das heißt ganz konkret, dass zum Beispiel Bedingungen unserer Umwelt als Menschen, unserer menschlichen Umwelt permanent die Aktivität von Genen regulieren. Es können zum Beispiel auch Umweltbedingungen die Ablesbarkeit von Genen nachhaltig beeinflussen. Das nennt man Epigenetik. Die aktuelle Regulation der Genaktivität im Hier und Jetzt nennt man Genregulation. Also es ist unendlich oft bewiesen worden, dass Gene tatsächlich in einem Austausch mit der Umwelt stehen, also mit der Umwelt des Organismus stehen. Und daher sind Gene molekulare Kommunikatoren. Dazu kommt, dass ein Gen alleine überhaupt nichts kann. Gene sind davon abhängig, dass sie mit vielen Molekülen zusammenarbeiten, um abgelesen zu werden. Das heißt, ein Gen ist darauf angewiesen, dass es in einer funktionellen Kooperation mit 2, 3, 4 Dutzend weiteren Molekülen steht, damit dieses Gen überhaupt in Aktion treten kann. Und das bedeutet, dass Gene auch Kooperatoren sind und in keiner Weise Egoisten. Gene sind also nicht die großen Kommandeure des Körpers, sondern umgekehrt, Gene stehen unter dem Kommando des Organismus. Sie sind wie eine Klaviatur, die vom Organismus bespielt wird. Also auch diese Theorie kann man vergessen. Ich meine, Theorie klingt immer ganz gut, aber eigentlich auch bei der Theorie vom Aggressionstrieb müsste man sagen, das waren Vermutungen, Annahmen. Also Theorie klingt schon, als ob es was Wissenschaftliches wäre, aber eigentlich, man hat das vermutet und das geht so weiter. Noch eine Theorie gehört zu dieser Mystifizierung der Aggression, zu dieser Nebeldecke, nämlich die Theorie über unsere Vorfahren. Da haben wir ja alle gelernt, unsere Vorfahren, die Menschen, die Urmenschen, das waren Jäger und irgendwie auch Mörder. Und da ist durch die Evolution die Aggression herangezüchtet worden. Ja, also diese Theorie, dass unsere menschlichen Vorfahren mörderische Jäger gewesen seien, stammt vor allem von US-amerikanischen Forschern, die im Zusammenspiel mit Hollywood, das muss man sagen, und mit Filmen, die darüber gemacht wurden, diese Theorie popularisiert haben. Wir sind als Menschen vor etwa 7 Millionen Jahren haben wir uns getrennt von den Vorfahren der heutigen Schimpansen. Das heißt, wir haben also vor etwa 7 Millionen Jahren uns von der Restgruppe der Primaten, der Menschenaffen getrennt. Und auf dem Weg von damals bis heute gab es eine Zwischenform, halb Mensch, halb Affe, die nennt man Australopitheken. Australopithecus ist die Einzahl, Australopitheken ist die Mehrzahl. Da gibt es verschiedene Unterformen dieser Australopitheken und das waren relativ kleine Lebewesen von der Größe von etwa 1,30. Sie hatten auch kein sehr großes Körpergewicht. Sie hatten Zähne, die typisch sind für Vegetarier. Sie haben sich überwiegend vegetarisch ernährt, so wie heute auch die Schimpansen noch. Sie haben allerdings wohl in zunehmendem Maße ein bisschen tierische Beikost gehabt, zum Beispiel Insekten. Sie haben sich sicher auch von kleinen, sehr kleinen Tieren, Insekten und so weiter ernährt, von Ameisen und so weiter, wie das die Schimpansen heute noch tun. Aber sie haben sich überwiegend vegetarisch ernährt. Und vom Körperbau aus, sowohl von dem rein physischen Größe, von der rein physischen Größe her, als auch von ihrem Gebiss her, auch von weiteren Kennzeichen her, wie zum Beispiel von ihrem Darm her, waren sie nicht in der Lage, in großem Stile Jagd zu machen, abgesehen davon, dass sie über die längste Zeit auch gar keine Jagdwerkzeuge hatten. Jagdwerkzeuge gibt es erst seit etwa 400.000 Jahren. Das heißt, die längste Zeit der Evolution waren unsere Vorfahren, die Australopitheken, in sozialen Gruppen lebende Lebewesen, die gejagt waren und keine Jäger waren. Man hat eine kleine Fundstelle gefunden vor einigen Jahrzehnten, wo man Menschenknochen von Australopitheken, also Australopithecus-Knochen muss man genauer sagen, und Tierknochen fand. Und da wurde zunächst einmal angenommen, aha, das ist der Beweis dafür, dass die Australopitheken Tiere erlegt haben. Und dann hat ein Forscher das nochmal nachuntersucht und hat gefunden, dass an den Australopithecus-Knochen
Spuren waren von Raubtieren. Das heißt, es war nicht etwa so, dass der Australopithecus an dieser Stelle Tiere erlegt hatte, sondern dass der Australopithecus an dieser Stelle die Mahlzeit gewesen ist von Raubtieren. Das war umgekehrt. Das, genau. War also das heißt, wir haben alle Hinweise, die wir heute haben, deuten darauf hin, dass wir nicht Man the Hunter waren, also nicht der Mensch der Jäger, sondern Man the Hunted. Und was es uns ermöglicht hat, in diesem langen Weg vom Australopithecus bis zum heutigen Menschen zu überleben, war nicht etwa unser Jagdinstinkt und unsere Brutalität, sondern unser Gemeinschaftsgeist und unsere Intelligenz. Das war das, was den Menschen in der Evolution hat überleben lassen. Also sind all die Theorien, die wir üblicherweise kennen über die Aggression und die Entstehung der Aggression, falsch, nicht mehr haltbar? Jetzt könnte man sagen, ist das nicht egal, wenn die Theorien falsch sind? Sollen die Romane schreiben und Filme drüber machen? Spielt eigentlich keine Rolle. Ja, das Problem ist, dass Theorien einen Effekt auf die Wirklichkeit haben. Das kann man auch experimentell zeigen. Also wenn Menschen glauben, dass eine bestimmte Theorie real und richtig ist, dann hat diese Theorie und der Glaube an diese Theorie die Folge, dass Menschen sich entsprechend dieser Theorie verhalten. Das nennt man das sogenannte Thomas-Theorem. Thomas war ein amerikanischer Soziologe, der das als erster erkannt hat, dass es einen solchen Mechanismus gibt. Das heißt, wenn Menschen glauben, dass es in ihnen einen Aggressionstrieb gibt, dann ist es im Grunde eine Legitimierung, Aggression auch zeigen zu sollen. Dann ist es quasi ein Identitätsmerkmal und dann wird über diese Legitimierung tatsächlich auch aggressives Verhalten gefördert. Experimente haben übrigens zeigen können, dass Menschen, denen man tatsächlich erklärt hat, dass es zum Beispiel gut sei für die Gesundheit, aggressiv zu sein, dass man ab und zu mal eine Katharsis machen solle, dass solche Menschen dann tatsächlich auch sich aggressiver verhalten. Also wir wissen aus vielen anderen Beispielen auch, dass Theorien Effekte auf die reale Wirklichkeit haben im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Und deswegen ist es schon wichtig, was wir über den Aggressionstrieb oder über die Natur der menschlichen Aggression denken. Also Theorien wirken und wahrscheinlich noch einen Schritt weiter, sie legitimieren auch bestimmte Formen von Aggression. Ja. Also dass sich der Aggressionstrieb als Theorie so gut halten konnte im Westen, hat sicher auch mit dem Grund, dass der Aggressionstrieb und die Theorie vom egoistischen Gen den Raubtierkapitalismus biologisch legitimiert, den wir im Westen haben im Moment. Das heißt also ein Wirtschaftssystem, was ganz alleine und überwiegend dem egoistischen Bedürfnissen der wirtschaftlichen Akteure folgt, das wird natürlich legitimiert durch eine solche Theorie und deswegen passt das sehr gut zusammen und deswegen hält sich das auch. In Deutschland kommt vielleicht noch dazu, dass der Aggressionstrieb sich in intellektuellen Kreisen auch deswegen gehalten hat, weil eine gewisse biologische Legitimierung der fürchterlichen Verbrechen des Dritten Reiches damit verbunden ist. Diese Verbrechen waren ja derart fürchterlich, moralisch kann man sie auf keinen Fall legitimieren. Und die Nachkommen der Generation, die diese Verbrechen getan und zugelassen hat, die Nachfolger, also unsere Generation, stand ja vor dem Problem, wir sind mit diesen Vätern und Großvätern ja verwandt, das sind ja unsere Verwandten. Und die Scham war natürlich und ist groß über die Tatsache, dass Väter und Großväter, die unsere Väter und Großväter sind, solche Taten zugelassen haben, die derart schlimm waren. Moralisch konnte man das nun überhaupt nicht legitimieren und die einzige Möglichkeit, die Scham über diese Verbrechen ein bisschen zu mindern, ist möglicherweise gewesen, biologisch zu legitimieren und zu sagen, naja, Menschen sind halt ab und zu leider so und es quasi unter dieser Haube unterzubringen. Also aus diesen Gründen muss die Mystifizierung der Aggression beendet werden und kann beendet werden, wie Sie schreiben. Noch ein letzter Punkt zu dieser Mystifizierung, zu diesem Nebel, den ich erwähnen möchte, das Milgram-Experiment. Davon haben ja wir fast alle irgendwann in der Schule oder beim Studium gehört. Also, dass hier Menschen Freude daran haben,
anderen Stromstöße zu versetzen, auch wenn die Stromstöße schlussendlich tödlich sind. So versteht man das Milgram-Experiment. Und Sie schreiben, Milgram-Experiment viel zitiert, nie gelesen. Was haben wir denn da nicht gelesen, nicht mitbekommen? Ja, es ist erstaunlich, dass jedenfalls für Deutschland gilt es, dieses Experiment seit Jahren von Generation zu Generation an den Seminaren der Universitäten falsch wiedergegeben wird, vor allem im Bereich der Psychologie und der Soziologie. Es wird immer wieder behauptet, dieses Experiment habe gezeigt, dass es Menschen Spaß mache, anderen Menschen Gewalt zuzufügen. Dieses Experiment von Stanley Milgram hat folgendermaßen ausgesehen. Stanley Milgram hat ganz normale, durchschnittliche Personen von der Straße engagiert und hat sie für ein kleines Honorar in ein Labor gebracht. Und dort sollten sie als Lehrer überwachen, wie andere Probanden, andere Versuchsteilnehmer eine Gedächtnisaufgabe machen. Diese anderen Teilnehmer hatten also eine Wortliste bekommen und sollten diese Wortliste, die sie vorgelesen bekommen hatten, jetzt möglichst korrekt wiedergeben. Und jedes Mal, wenn ein Fehler gemacht wurde, sollten die Probanden, die als Lehrer installiert waren, mit einem kleinen Hebel diesen anderen Probanden, die die Erinnerungsaufgabe lösen sollten, als Strafe einen Schmerz zufügen. Der Schmerz war ein Stromschlag am Unterarm. Nun war es so, die Lehrer konnten diese Schüler, die sie überwachen und bestrafen sollten, nicht sehen, aber hören. Die waren also quasi in einem anderen Raum, aber die Türen waren offen und man konnte sie hören. Und es war so, dass tatsächlich in diesem anderen Raum nicht wirklich Schüler gequält wurden. Das wurde nur vorgespielt. Milgram wollte wissen, ob diese Lehrer, die jetzt die Strafe austeilen müssen, das tatsächlich machen. Und nun war es so, die Probanden, also die Testteilnehmer, die jetzt diesen Hebel bedienen sollten, sie sollten mit zunehmend öfterem Einsatz, sollten sie die Strafe steigern und die Stromschlagstärke steigern, dass diese Probanden gezögert haben, das zu tun. Aber es war so, hinter jedem Probanden stand ein weißbekittelter Untersuchungsleiter und sagte den Probanden, nun machen Sie schon, Sie müssen das tun, es gehört zum Experiment. Und Milgram wollte wissen, ob unter diesem Druck die Probanden nachgeben. Und ein Teil der Probanden hat diesem Druck nachgegeben und hat tatsächlich die Stromschläge erhöht, obwohl zu hören war, wie im Nebenraum die Bestraften Schreie ausstoßen. Und unter dem Druck der Versuchsleiter hat also ein Teil der Probanden diesem Druck nachgegeben. Was weggelassen wird, ist Folgendes. Die Probanden, die diesem Druck nachgegeben haben und die Stromschläge intensiviert haben, haben hinterher zum großen Teil psychische Probleme bekommen. Sie haben psychologische Behandlung aufsuchen müssen. Sie haben posttraumatische Symptome bekommen, weil sie das nervlich nicht verkraftet haben. Aber noch wichtiger als das ist Folgendes. Wenn hinter denen, die die Stromschläge austeilen sollten, nicht nur ein Versuchsleiter stand, sondern zwei Versuchsleiter, und der eine Versuchsleiter hat gesagt, nun machen Sie schon, es gehört zum Experiment, Sie müssen es tun. Und der andere Versuchsleiter hat gleichzeitig gesagt, Sie müssen es nicht tun, wenn Sie nicht wollen. Dann hat keiner der Probanden die Stromschläge ausgeteilt. Das heißt, dieses Experiment zeigt zwar, dass Menschen unter starkem Druck solche anderen Menschen bereit sind, Schmerz zuzufügen, aber dass sie das keineswegs gerne tun, sondern dass die Tendenz eher dahin geht, es nicht zu tun, wenn es irgendwie geht. Sie haben keine Freude, keine Lust daran, wie wir das so verinnerlicht haben. Ja, genau. Ja, das war so gewissermaßen die Ouvertüre zu diesem Thema, einmal eben diese Nebeldecke zu lichten oder den Schutt dieser alten Theorien wegzuräumen. Und ich muss vielleicht dazu sagen, wenn jetzt Joachim Bauer so locker erzählt und plaudert, bei Joachim Bauer ist sehr wichtig, was er sagt, das ist alles wissenschaftlich durch Studien abgesichert. Also wenn Sie dieses Buch lesen, dann werden Sie finden, dieses Buch hat einen Text von 200 Seiten und dann noch einmal rund 100 Seiten Fußnoten und Literaturhinweise zur Absicherung, zur Bestätigung. Das muss man einfach erwähnen, weil es klingt gerade im Gespräch so locker, aber es ist keine Plauderei, sondern das, was Joachim Bauer sagt, das kann er auch
ich sage immer, bis auf jeden Punkt und Beistrich belegen. Ja, damit kommen wir zum ersten Akt nach dieser Ouvertüre. Sie schreiben, ich will mit diesem Buch deutlich werden lassen, dass es einen für unser Leben entscheidenden Unterschied macht, ob und wie wir die menschliche Aggression verstehen. Und in der Einleitung heißt es dann noch, ich möchte aufzeigen, welchen Beitrag die moderne Neurowissenschaften leisten können, um ein Problem zu entschlüsseln, an dessen Lösung das 20. Jahrhundert wiederholt und eindrucksvoll gescheitert ist, das Phänomen der menschlichen Gewalt. Das Buch soll nicht nur diejenigen inspirieren, die in Politik, Wirtschaft und in den Medien Verantwortung tragen, es soll uns allen einen Anstoß geben, Erkenntnisse der modernen Hirnforschung nutzbar zu machen. Und diese Erkenntnisse der Hirnforschung, der Neurobiologie, die sind es, die schlussendlich den Nebel lichten, der über der Aggression liegt und die diesen Schutt wegräumen. Und diese Erkenntnisse besagen, ich nehme das jetzt vorweg, indem ich sie zitiere, der Aggressionsapparat erweist sich als Hilfssystem des neurobiologischen Motivationssystems oder, ähnlich formuliert, der Aggressionsapparat steht im Dienste des Motivationssystems. Und deshalb, bevor wir über Aggression und Gewalt im engeren Sinn reden können, gilt es natürlich zunächst zu klären und bitte ich Sie zu erklären, wenn der Aggressionsapparat im Dienst des Motivationssystems steht, was ist denn das Motivationssystem, was tut es? Ja, also wenn wir die Behauptung aufstellen, dass der Aggressionstrieb nicht existiere, dann müssen wir natürlich fragen, welche Triebe sind denn nun tatsächlich die hauptsächlich wirksamen Triebe bei Menschen? Also wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, was ist dann Trieb, wenn es nicht der Aggressionstrieb ist? Und diese Frage müssen wir nicht mehr spekulativ entscheiden, weil in der modernen Neurobiologie seit etwa 20 Jahren ein im Hirn sitzendes System entdeckt wurde, was man, wenn man so will, als Triebsystem bezeichnen kann. Warum? Dieses in der Mitte des Hirns sitzende System ist ein Netzwerk von Nervenzellen, was die Fachleute Motivationssystem nennen. Und die besondere Fähigkeit dieses Triebsystems oder Motivationssystems ist es, dass seine Nervenzellen Wohlfühlbotenstoffe herstellen können. Dopamin, körpereigene Opioide und Oxytocin. Das sind Botenstoffe, die uns Kraft geben, die uns Lust am Leben machen, die uns wohlfühlen lassen in unserem Körper und die uns auch Lust machen, in Gemeinschaft zu sein, anderen zu vertrauen. Das ist vor allem das Oxytocin. Und dieser Wohlfühlcocktail, den möchten wir gerne haben, weil wir uns wohlfühlen. Und das heißt, dass alle Menschen lernen, sich so zu verhalten, dass Situationen eintreten, in denen dieses Motivationssystem die Glücksbotenstoffe ausschüttet, weil wir von Natur aus dahin streben, uns wohlzufühlen. Das gilt übrigens für alle Lebewesen. Und dass alle Lebewesen dahin streben, Lust zu erleben oder sich wohlzufühlen, hat auch bereits Charles Darwin als erster eindeutig erkannt, der dieses Lustprinzip formuliert hat. Es ist nicht Freud gewesen, der es als erster formuliert hat, sondern Charles Darwin. Gut, und das heißt, wir haben mit diesem Motivationssystem im Gehirn eine Instanz, die das Verhalten des Menschen in gewisser Weise so lenkt, dass die Voraussetzungen, dass durch das Verhalten, das wir haben, die Voraussetzungen erfüllt werden, dass diese Zellen Wohlfühlbotenstoffe machen. Was sind jetzt diese Voraussetzungen? Was sind die Reize, die es braucht, damit das Motivationssystem aktiv wird? Wenn quasi diese Motivationsnervenzellen die Glücksbotenstoffe ausschütten würden, dann, wenn wir anderen wehtun, dann hätten wir einen Aggressionstrieb. Denn dann würde es uns wohltun, anderen weh zu tun, weil, wenn wir anderen wehtun, die Glücksbotenstoffe da sind, dann hätten wir einen Aggressionstrieb. Es hat sich aber in der modernen neurobiologischen Forschung gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Dass aus der Sicht der Motivationssysteme es nicht lohnend ist, anderen weh zu tun, ohne provoziert zu sein. Einfach so aus dem Spontanen heraus. Also was ist das, was die Motivationssysteme wollen, damit sie ihre Glücksbotenstoffe ausschütten? Was müssen wir tun? Und da hat die Forschung gezeigt, es ist gutes soziales Zusammenleben.
Das heißt, wenn wir mit anderen Menschen in einem guten, sympathischen Zusammenleben verbunden sind, wenn wir Vertrauen erleben, wenn wir kooperieren, wenn wir merken, dass andere uns mögen, das ist die Situation, unter der die Glücksbotenstoffe ausgeschüttet werden und dann fühlen wir uns auch wohl. Das heißt, intuitiv tendieren Menschen dazu, weil wir uns wohlfühlen wollen, weil wir diese Glücksbotenstoffe in uns haben wollen, halbwegs gute soziale Beziehungen miteinander zu gestalten. Und das ist der zentrale Trieb des Menschen. Wie es schon Charles Darwin gesagt hat, die sozialen Instinkte sind die wichtigsten Instinkte des Menschen. Und da gibt die moderne Neurobiologie Charles Darwin recht, nicht aber Sigmund Freud und auch nicht Konrad Lorenz. Sie schreiben im Buch, zu kooperieren, anderen zu helfen und Gerechtigkeit walten zu lassen, ist eine global anzutreffende, biologisch verankerte Grundmotivation. Also ganz etwas anderes als das egoistische Gehen oder so, ja, zum eigenen Vorteil, anderen etwas zuleide zu tun. Ja. Also wir finden in der ganzen Natur unglaublich viele kooperative Prozesse, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Okay. Aber speziell für die menschliche Spezies, also für unsere Art, gilt, dass wir primär auf halbwegs gelingende soziale Kooperation ausgelegt sind und dass unser Trieb, wenn Sie so wollen, darin besteht, von anderen akzeptiert, anerkannt zu werden. Was nicht heißt, dass wir gute Menschen sind, das wird immer verwechselt. Der Mensch ist nicht gut. Aber unsere biologische Tendenz geht dahin, dass wir soziale Akzeptanz brauchen. Man kann das auch daran sehen, wir haben jede Menge Studien, die zeigen, dass Menschen, die in ungewollter Einsamkeit leben, Menschen, denen es nicht gelingt, in einem sozialen Netzwerk sich aufgehoben zu fühlen, dass diese Menschen ein deutlich erhöhtes Krankheitsrisiko haben und sogar eine verkürzte Lebenserwartung. Ich will damit sagen, dass diese Studien zeigen, dass wir auch biologisch von unserer Konstruktion her nur sozusagen gelingend leben können und nur gesund bleiben können, wenn wir halbwegs gut sozial anerkannt und aufgehoben sind, dass wir tatsächlich dafür konstruiert sind. Mehr zur Kooperation gibt es ja in den beiden Büchern von Joachim Bauer, Prinzip Menschlichkeit, warum wir von Natur aus kooperieren, und das Buch Das kooperative Gen. Schmerzgrenze, der Titel dieses Buches, das ist ja keine Erfindung der Marketingabteilung des Blessing Verlages, sondern dieser Begriff Schmerzgrenze ist ein zentraler neurobiologischer Begriff. Ja, genau, denn wir haben uns jetzt eigentlich der Hauptfrage noch nicht genähert und die heißt ja, was löst jetzt eigentlich Aggression aus? Also wir haben behauptet bisher, dass der Aggressionstrieb nicht existiert, weil aggressiv zu sein, die Motivations- und Glückssysteme nicht anspringen lässt. Wir haben zweitens behauptet, dass der Haupttrieb des Menschen in Richtung soziale Gemeinschaft geht. Aber die Frage ist, wozu jetzt Aggression? Die große Frage ist jetzt noch völlig offen, der haben wir uns noch überhaupt nicht gestellt. Nun, darüber gibt es aber erschöpfend inzwischen Auskunft und Ergebnisse aus der Wissenschaft. Und die Auskunft lautet so: Zunächst einmal ist einer der wichtigsten Auslöser für Aggression ist die Zufügung von Schmerz. Das heißt, wenn einem Lebewesen, irgendeinem Säugetier, und der Mensch ist auch ein Säugetier, wenn irgendeinem Säugetier aus Gründen, die man nicht versteht, Schmerz zugefügt wird, dann kommt Aggression. Das gilt sowohl für die kleine Maus, ein ganz kleines Säugetier, das gilt aber auch für Menschenaffen und für den Menschen. Füge jemandem Schmerz zu und du wirst zuverlässig Aggression ernten. Und es ist sicher keine falsche Annahme zu behaupten, dass zunächst mal die Aggression ein Verhaltensprogramm ist, was evolutionär entstanden ist, das uns in die Lage versetzt, uns unserer Haut zu wehren. Wenn uns unsere körperliche Unversehrtheit bedroht ist oder wenn uns Schmerz zugefügt werden soll, dann müssen wir aggressiv sein können, damit wir überleben können. Das heißt, zunächst mal ist die Aggression etwas Gutes, was im Dienste des Überlebens steht. Und sie ist eine Reaktion. Sie ist eine Reaktion. Das heißt, sie findet nicht einfach aus Jux und Dollerei statt, sondern sie wird abgerufen, wenn sie gebraucht wird. Übrigens ganz ähnlich wie die Angst. Die Angst bedient übrigens ganz ähnliche neurobiologische Systeme wie die Aggression. Das überlappt sich. Die Hirnareale
die aktiv werden bei der Aggression, sind zum Teil identisch mit den Hirnarealen, die auch bei der Angst aktiv werden. Und auch die Angst kommt nicht von alleine, sondern die Angst dient uns als Verhaltensprogramm, um Gefahr wahrzunehmen und uns in Gefahr richtig zu verhalten, nämlich zu flüchten oder eben anzugreifen. Niemand käme auf die verwegene Idee, einen Angsttrieb zu postulieren, obwohl es viele Menschen gibt, die permanent in Angst leben. Und aus dem gleichen Grund ist es unlogisch, einen Aggressionstrieb zu formulieren, auch wenn viele Menschen natürlich sehr viel Aggression zeigen. Es sind also beides reaktive Verhaltensprogramme, die abgerufen werden, wenn wir sie brauchen. Nun ist es so, den wirklichen Durchbruch in dem Verständnis der Angst des Menschen, den wirklichen Durchbruch im Verständnis der Aggression des Menschen, brachte folgende Entdeckung aus der modernen Hirnforschung. Die Schmerzsysteme des menschlichen Gehirns reagieren nicht nur dann, wenn dem Menschen körperlicher Schmerz zugefügt wird, sondern die Schmerzsysteme des menschlichen Gehirns reagieren auch dann, wenn ein Mensch sozial ausgegrenzt wird, gedemütigt wird oder wenn er wichtige Bindungen verliert, wenn sich jemand abwendet von uns und wir verstehen das nicht und uns einfach sitzen lässt und uns verachtet. Also soziale Ausgrenzung und Demütigung und soziale Verachtung aktivieren die Schmerzsysteme des menschlichen Gehirns. Und jetzt verstehen wir zum ersten Mal, warum nicht nur körperliche Attacken und körperlicher Schmerz Aggression auslöst, sondern warum auch Demütigung und Ausgrenzung Aggression auslöst, weil in beiden Fällen die Schmerzsysteme des menschlichen Gehirns aktiviert werden. Aus der Sicht des menschlichen Gehirns ist soziale Ausgrenzung genauso gefährlich wie eine körperliche Attacke. Und deswegen reagiert das Gehirn in beiden Fällen mit den Schmerzzentren und dann anschließend mit Aggression. Bleiben wir etwas bei dieser Ausgrenzung, weil die ein so enormer Auslöser für alltägliche und globale Gewalt ist. Und Sie beschreiben ja im Buch ganz verschiedene Formen von Ausgrenzung, zum Beispiel wer isoliert ist, wer keine Bindungen hat oder wem der persönliche Respekt verweigert wird oder wenn die Ehre oder die Reputation beschädigt wird, zum Beispiel durch Mobbing, durch Schmähungen, durch Auslachen, durch Verächtlichmachen, durch Verbreiten von Gerüchten. Also lauter Dinge, die ja in unserem Alltag tagtäglich passieren. Ja, also jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir in der Lage sind, die Aussagen, die wir vorhin zum Motivationssystem gemacht haben, der Mensch braucht Bindung, zu verbinden mit der Funktionsweise des Aggressionssystems. Das hängt nämlich zusammen, die beiden Dinge. Menschen brauchen, um gesund zu bleiben und um sich wohlzufühlen, gute Bindungen. Ein Kind braucht zum Beispiel Eltern, wo das Kind merkt, diese Eltern sind an mir wirklich interessiert. Die Eltern müssen das Kind nicht verwöhnen. Das ist ein Fehler, der heute oft gemacht wird. An einem Kind wirklich interessiert zu sein, das Kind zu mögen, heißt das Kind auch mal zu korrigieren, auch mal vielleicht eine Strafe auszusprechen. Aber das Kind muss spüren insgesamt, diese Eltern mögen mich, sie sind leidenschaftlich an mir interessiert. Das meinen wir, wenn wir sagen, ein Kind braucht Bindungen. Es braucht erwachsene Bezugspersonen, die das Kind spüren lassen, ich bin an dir interessiert. Erwachsene Menschen brauchen auch gute soziale Beziehungen. Nicht, wo auch nicht Verwöhnung gefragt ist, sondern wo man merkt, ich kann dem anderen vertrauen, er sagt mir auch mal vielleicht eine unangenehme Wahrheit, aber insgesamt besteht ein gutes soziales Miteinander und eine Kooperation. Und immer dann, wenn diese Grundbedürfnisse des Menschen nach Bindung oder nach sozialem Zusammenhalt, nach Zugehörigkeit gefährdet sind, dann kommt die Aggression als Notfallprogramm. Weil das eine gefährliche, außen zu stehen, sozial ausgegrenzt zu sein, ist für den Menschen hochgefährlich. Es war in der ganzen Evolution gefährlich. Wir Menschen waren immer soziale Wesen, die in Gruppen gelebt haben. Wenn vor 2-3 Millionen Jahren die Australopithecus-Bande ein Mitglied ausgegrenzt hat, dann war dieses Mitglied das Frühstück für den Tiger oder das Abendessen für den Tiger um die Ecke. Das heißt, man war so gut wie tot. Und das hat sich in unserem Gehirn bis heute gehalten, dass wir aus Sicht unseres Gehirns, dass es eine Grundbedürfnis, eine Grundnotwendigkeit ist, sozial inkludiert zu sein, also eingeschlossen zu sein in der Gemeinschaft. Und wenn das nicht der Fall ist, dass dann Aggression kommt. Und das erklärt,
warum wir heute in den westeuropäischen Ländern und in anderen Ländern auch der Welt immer mehr Probleme haben mit Jugendgewalt, weil Kinder auch Bindungen brauchen und weil wir immer mehr Kinder und Jugendliche haben, die dieses Gefühl, dass sie wirklich Menschen um sich herum haben, die sie mögen, dieses Gefühl immer weniger haben. Wir lassen immer mehr Kinder und Jugendliche in einer Art emotionalem Vakuum leben. Und das bedeutet, dass diese Kinder faktisch im Zustand der Ausgrenzung, der sozialen Ausgrenzung leben und dass diese Kinder tendenziell dazu neigen, sich aggressiver zu entwickeln. Wir sind hier in der Arbeiterkammer, darum ist die Frage auch naheliegend, wie schaut Ausgrenzung zum Beispiel am Arbeitsplatz aus? Was sind hier Formen, die dann auch zu Aggression führen? Was geht dem voraus? Ja, klar, überall spielt Ausgrenzung eine große Rolle im Leben, auch am Arbeitsplatz. Wir haben natürlich große Probleme überall, immer wieder im Bereich der Führung von Mitarbeitern, allerdings auch im Bereich des Verhaltens der Mitarbeiter selber. Es gibt Mobbing von Seiten der Vorgesetzten gegenüber einzelnen Mitarbeitern. Es kommt ab und zu aber auch mal vor, dass das Team Mobbing gegenüber dem Vorgesetzten macht. Beides kann vorkommen. Allerdings ist es schon so, dass natürlich die Vorgesetzten die Stärkeren sind und dass wir sehr oft leider beobachten müssen, dass Teamleiter dazu tendieren, das Team zu spalten, Einzelne auszugrenzen und die anderen in Stellung zu bringen gegen die Ausgegrenzten. Das sind Prozesse, die nicht gut sind, die am Ende auch der Effizienz des Betriebes schaden und die sehr viel Human Resources verschleißen. Es ist sehr wichtig, dass man in Teams keine Spaltungen erzeugt, dass man nicht mobbt, dass man auf Kooperation achtet. Und wenn es tatsächlich mal so ist, dass sich herausstellt, dass ein bestimmtes Mitglied im Team nicht tragbar ist, aus Gründen, die sehr verschieden sein können, dann sollte man sich, ohne dass man diesen einen Mitarbeiter vorher kränkt oder demütigt, von ihm fair trennen. Man sollte ihm erklären, warum es nicht geht, aber man sollte darauf verzichten, ihn zu demütigen und vorher einer quälerischen Prozedur zu unterziehen, sondern vernünftig miteinander sprechen und dann eine Trennung herbeiführen. Also Kündigung, Trennung ist problematisch, wenn Sie mit Demütigung, mit Erniedrigung, mit Verächtlichmachung, Lächerlichmachung passiert. Das gilt für alle Trennungsprozesse im Leben. Trennungen gehören zum Leben dazu, auch in Partnerschaften. Es ist einfach Fakt, dass nicht alle Partnerschaften lebenslang halten. Jeder weiß das und es wäre sinnlos, darüber zu klagen. Aber es ist ganz wichtig, dass überall dort, wo Trennungsprozesse im Leben stattfinden müssen, wo sich Kinder von den Eltern ablösen, das ist auch ein schmerzhafter Prozess, manchmal für beide Seiten, wo sich Menschen, die Partner waren, voneinander trennen, oder wo eine Freundschaft einfach zerbricht, weil ein Konflikt aufgetreten ist. Wo solche Trennungen stattfinden, dürfen sie stattfinden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber man sollte gerade in solchen Trennungssituationen vermeiden, zusätzlich das Salz oder das Gift der Demütigung und Ausgrenzung hineinzustreuen, weil dann entsteht sehr leicht Aggression und dann entstehen in solchen Situationen auch sehr leicht Gewalttaten. Da passieren ja diese familiären Tragödien, was Reinhard Haller immer wieder erwähnt, dieser erweiterte Selbstmord, man bringt zuerst die anderen um. Ja, das heißt, man sollte alle anstehenden Trennungsprozesse, wenn sie sich nicht vermeiden lassen, und das kommt im Leben vor, Trennungen gehören zum Leben, aber man sollte solche Trennungsprozesse abfedern durch Gespräche, durch den Versuch, auch Mediatoren einzuschalten, dass jemand vermittelt, dass man die Seite des anderen auch versteht und nicht nur Hass aussprüht und den anderen niedermacht, weil das zu Gewalt führen kann. Also darum ist Liebeskummer auch nicht etwas, über das man lächeln kann, sondern das kann wirklich eben ganz ernst sein, weil es ja auch so diese Trennung als lebensbedrohlich erscheint, wenn diese Bindung Studie, gerade aus den letzten Wochen ist wiederum eine Studie in einem Spitzenjournal der Wissenschaft erschienen, wo man Menschen, die in den letzten 4 Wochen eine frische Trennung verkraften mussten, und zwar gegen ihren Willen, wo sich der Partner getrennt hat, in einem schmerzhaften Prozess von der jeweiligen Person. Solche Menschen hat man in den Computertomographie, also in den Kernspintomographie-Scanner gelegt, um die Hirnaktivitäten zu untersuchen.
Und zwar hat man die Probanden, nachdem sie im Scanner lagen, gebeten, nochmal den Moment, wo sie die Trennung ausgesprochen bekommen haben, den Moment des größten Schmerzes nochmal sich zu vergegenwärtigen. Und in dem Moment hat man die Hirnaktivitäten gemessen. Und was hat sich gezeigt? Das gesamte Schmerzzentrum ist aufgeklungen. Das heißt also, die Schmerznervenzellen, die normalerweise eigentlich nur aktiv werden würden, wenn man diesen Personen körperlichen Schmerz zufügen, wenn man sie körperlich attackieren würde, diese Schmerzzentren sind aktiv geworden in dem Moment, wo sie sich nochmal erinnert haben an den Trennungsschmerz. Und da sehen wir wieder diese sensible Achse zwischen Schmerz und Aggression. Und das nenne ich eben die Schmerzgrenze. Das heißt, immer dann, wenn die Schmerzgrenze des Menschen berührt wird, sei es durch körperliche Attacken, sei es durch soziale Ausgrenzung oder durch Abwendung anderer Menschen, dann ist die Gefahr, dass sich Aggression entwickelt. Sie schreiben, wer sich der Schmerzgrenze eines Lebewesens nähert, wird Aggression ernten. Noch ein besonderer Aspekt der Ausgrenzung, dem Sie ein eigenes Kapitel widmen und das man zunächst gar nicht denkt, das ist auf globaler, auf gesellschaftlicher Ebene, nämlich Armut und Reichtum. Ja. Was hat das mit Ausgrenzung und mit daraus resultierender Aggression zu tun? Ja. Also wir müssen uns im Klaren sein, dass Armut im Angesicht von Reichtum, von denen, die arm sind, als Ausgrenzung erlebt wird. Und die Annahme wäre, wenn diese Theorie hier stimmt, dass in Ländern, in denen die Schere zwischen sehr arm und sehr reich weit auseinandergeht, dass in solchen Ländern mehr Aggression ist. Und die Studien zeigen genau, dass das der Fall ist. Man kann die Schere zwischen Armut und Reichtum messen durch objektive ökonomische Parameter. Da gibt es einen Index, den man für jedes Land feststellen kann, den sogenannten Gini-Index, nach dem Forscher Gini benannt. Und je stärker der Gini-Index in Richtung Armuts-Reichtumsschere Öffnung weist, desto höher sind die Mord- und Tötungsraten eines Landes. Das gilt sowohl für die Länder innerhalb Europas, als auch zum Beispiel weltweit, als auch, wie Studien zeigen, zum Beispiel für die amerikanischen Bundesstaaten im Vergleich oder für die kanadischen Regionen. Das heißt, man hat auf verschiedenen Ebenen geguckt nach dem Verhältnis zwischen dem Auseinanderklaffen von Armut und Reichtum auf der einen Seite und Tötungsraten, Homizidraten, wie man das nennt, auf der anderen Seite. Und da zeigt sich durchweg ein Zusammenhang zwischen starker Ungleichheit auf der einen Seite und Tötungsraten auf der anderen Seite. Und das ist wahrscheinlich damit zu erklären. Ich möchte aber dazu sagen, das menschliche Gehirn verlangt keinen Kommunismus. Wir sind nicht etwa von unserem Gehirn her darauf ausgerichtet, dass alle Menschen gleich leben, sondern es gibt dazu auch Experimente, die zeigen, dass das menschliche Gehirn Ungleichheit durchaus toleriert in einem gewissen Rahmen. Vor allem, wenn uns bewusst ist, dass der andere, der vielleicht etwas mehr hat an Ressourcen, auch tatsächlich mehr Einsatz gebracht hat, dann toleriert das Gehirn durchaus auch Ungleichheit. Aber diese Toleranzgrenze hat dann am Ende eine Grenze und jenseits dieser Toleranzgrenze wird die Schmerzgrenze erreicht und dann kommt es wieder zu vermehrter Aggression. Jetzt haben wir diese Logik der Aggression erklärt bekommen. Ich möchte noch auf ein paar einzelne mag scheinen kleine Punkte eingehen, die mir aber sehr wichtig erschienen sind beim Lesen des Buches. Sie unterscheiden konstruktive und destruktive Aggression. Wann ist denn Aggression konstruktiv? Ja, gut, also die Aggression, so wie wir sie bisher jetzt versucht haben, miteinander zu erklären, ist ein soziales Regulativ. Das heißt, sie ist eigentlich von ihrem Grundprinzip her dazu gedacht, dann, wenn soziale Störungen da sind, aufzutreten, wirksam zu werden und die soziale Störung zu regulieren. Also Beispiel, jemand wird ausgegrenzt im Team, da meldet sich Aggression, er sagt, ich wehre mich, ich gehe auf die anderen zu, ich sage, was macht er mit mir, konfrontiere die anderen und wenn es gut geht, kommt es zu einem Dialog, zu einem Gespräch und es findet sich eine Lösung und er ist am Ende wieder drin im Team.
Ja, da wäre Aggression ein soziales Regulativ und der Prozess der Regulation wäre gelungen. Nun wissen wir alle, dass das in vielen Fällen nicht der Fall ist, dass Aggression leider nicht immer als soziales Regulativ funktioniert, sondern dass sie die Dinge oft noch schlimmer macht. Wann ist das der Fall? Also die Aggression kann nur ein soziales Regulativ sein, wenn sie verbal geäußert wird, wenn wir also nicht sofort den anderen körperlich attackieren, weil wir dann sofort dessen Schmerzgrenze in Aktion treten lassen, sondern es ist sehr wichtig, dass wir Aggression kommunizieren, dass wir die Sprache benutzen, um uns dem anderen deutlich zu machen mit unserer Wut, mit unserem Ärger. Und dass wir es vor allem möglichst leicht tun. Das heißt, dass der Moment, wo wir die Aggression verbal äußern, nicht zu weit weg sein sollte von der Situation, wo die Aggressionsgründe entstanden sind. Am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ort. Und genau das ist ein Punkt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn Aggression nicht am richtigen Ort und nicht zur richtigen Zeit geäußert wird, dann verliert sie ihre Funktion als kommunikatives Instrument. Und dieses Verschieben der Aggression, das ist das Hauptproblem. Wir reden in der Fachsprache von Verschiebung. Das heißt, wir wissen ja alle, wenn wir eine Wut in einer bestimmten Situation haben, können wir die manchmal nicht sofort äußern, zum Beispiel aus Angst. Da ist jemand stärker als wir. Und wir haben Angst, dass wenn ich jetzt aggressiv, wenn ich Ärger äußere oder Wut äußere, dass dann noch mehr Strafe zurückkommt, dass es zu meinem Nachteil ist. Also hält man die Aggression zurück. Und das Unangenehme ist, dass sie sich dadurch aber nicht auflöst, sondern die Aggression wird jetzt gespeichert. Der Mensch hat ein Aggressionsgedächtnis, das Gehirn hat ein Aggressionsgedächtnis. Und die aufgespeicherte Aggression zeigt sich jetzt an irgendeiner anderen Stelle, vorzugsweise dann, wenn jemand da ist, der nicht stärker ist als ich, jemand, der schwächer ist. Nicht? Und wir kennen das ja alle, diesen Mechanismus, dass wir uns irgendwo über jemanden, der mächtig ist, geärgert haben und die Wut dann an jemandem rauslassen, der schwächer ist. Das ist eine typische Verschiebung. Hier wäre die Verschiebung quasi von einer Person auf die andere. Es gibt aber auch noch die Verschiebung entlang der Zeit, dass ich also jetzt aggressiv eigentlich aufgeladen werde, aber die Aggression jetzt nicht zeige, sondern ich lasse mich 3-4 Mal aufladen und irgendwann viel später platzt sie dann aus mir raus. Das wäre die Verschiebung entlang der Zeit. Und verschobene Aggression ist meistens nicht mehr gut verständlich. Die schaut völlig unerklärlich aus, wenn jemand plötzlich ausrastet, bis hin natürlich auch zu ganz schlimmen Fällen wie die Amokläufe, von denen wir immer wieder lesen, sagt man immer, völlig unerklärlich, alle sagen, war ganz unauffällig, kommt aus heiterem Himmel. Ja. Aber in Ihrem Verständnis kann man das sehr wohl erklären. Ja, also aus der Sicht der Opfer von verschobener Aggression ist diese Aggression, die Opfer erleiden, völlig aus dem Nichts. Die ist unverständlich. Und das kann auch nicht anders sein. Nicht wahr, wenn ich jetzt draußen nachher einem aufgeladenen Menschen begegne, der seit Wochen von irgendjemand anderem gereizt wurde und voller Hass ist und diesen Hass irgendwie entladen muss und ich schaue ihn zufällig ein bisschen komisch an und er schlägt mich nieder, dann weiß ich nicht, was das eigentlich soll. Ich weiß aber mit Sicherheit, dass dieser Mensch, auch wenn ich nicht mehr erklären kann, warum ich Opfer geworden bin, so weiß ich als Aggressionsforscher, dass es hier eine Vorgeschichte gegeben haben muss. Das macht es natürlich für mich als Opfer nicht leichter. Das heißt, für mich ist das nicht entschuldet, die Tat, sondern ich werde selbstverständlich darauf dringen, dass er seine Strafe bekommt. Aber ich kann verstehen, warum er es gemacht hat. Ich entschuldige es nicht, aber ich verstehe es. Und wenn wir die Täter anschauen, die solche Taten machen, dann können wir immer den Weg sehen, wie sich diese Taten entwickelt haben. Sie haben immer eine Vorgeschichte. Jugendliche, die an S-Bahn-Stationen, die in U-Bahn-Stationen wildfremde Menschen attackieren. Das sind Jugendliche, die verschobene Aggression zeigen, die in ihren Herkunftsmilieus meistens über lange Zeit gereizt, gekränkt, gedemütigt wurden, die keine Bezugspersonen hatten, die sich ausgegrenzt gefühlt haben und die dann kleinste Reize, die ihnen im Alltag begegnen, sozusagen als Auslöser erleben und dann massiv zuschlagen. Und Amokläufe folgen in etwa auch diesem Schema. Sie schreiben in Ihrem Buch, wir würden Aggressionsflüsterer brauchen. Ja, es gab ja mal einen Film, der hieß Der Pferdeflüsterer. Und das war ein Film über einen Pferdebetreuer,
der mit ganz besonders verrückten Pferden umgegangen ist. Es ist ja so, dass Pferde auch seelische Störungen, psychische Verhaltensstörungen zeigen können und dann, wenn sie traumatisiert wurden und dann jeden Reiter abwerfen, egal wie gut der Reiter ist. Und normalerweise gehen solche Pferde vor die Schlachtbank, weil man sagt, das hat keinen Zweck mehr. Aber es gibt dann eben sogenannte Pferdeflüsterer und da gab es mal einen berühmten Film dazu, wo das gezeigt wurde, wie das geht, wo also jemand es geschafft hat, ein solches verrücktes Pferd wieder zurückzubringen zu einem normalen Verhalten, zu verstehen, warum dieses Pferd so traumatisiert reagiert hat. Und mir ist das eingefallen, das brauchten wir eigentlich für sehr viele Jugendliche auch, dass wir, die sich scheinbar unverständlich aggressiv verhalten, wir brauchen Aggressionsflüsterer, wir brauchen Menschen, die versuchen zu verstehen, warum viele Menschen in unserem Umfeld so gereizt und aggressiv sind und die auf solche Menschen zugehen und versuchen herauszufinden, wie wir ihnen helfen können. Noch einmal ganz kurz zur konstruktiven Aggression. Sie schreiben, die ist ja für unsere Gesundheit sehr wichtig. Also dass Aggression am richtigen Ort, zur richtigen Zeit auch gezeigt wird, das schützt vor vielen psychischen Krankheiten und auch vor körperlichen Krankheiten offenbar. Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wenn Situationen da sind, die uns wütend oder ärgerlich gemacht haben, dann ist es ganz wichtig, dass wir den jetzt entstehenden Ärger auch tatsächlich nach außen kommunizieren können, möglichst verbal. Und dass wir den Mut aufbringen, das zu tun. Weil wenn wir das nicht tun, wenn wir die Aggression zurückhalten, dann besteht die Gefahr, dass diese aufgestaute Aggression entweder sich sinnlos irgendwo entlädt und wenn sie das nicht tut, dann macht sie uns krank. Das heißt also, große Aufstauung von Aggression kann Bluthochdruckerkrankungen erzeugen, kann das Immunsystem schwächen, aktiviert die Stresssysteme, macht lauter Dinge, die der Gesundheit schaden. Es ist also absolut wichtig und richtig, dann, wenn wir Ärger in uns spüren, auch zu versuchen, diesen Ärger auszusprechen, möglichst bei denen, die es betrifft. Nicht? Manchmal braucht man vielleicht einen Rat, dass man erstmal fragt, wie kann ich das dem sagen? Der ist mein Vorgesetzter. Jetzt kann ich ja nicht den attackieren unhöflich, sonst kann mir das wieder vermehrt schaden. Also man muss auch lernen, wie man Aggression an bestimmten Stellen angemessen äußern kann. Aber es ist in unserem Land so, in der Demokratie, ist es so, dass wir doch im Grunde gegenüber jedermann sagen können, und das sollen wir auch, wenn uns etwas vollkommen gegen den Strich geht, wenn uns etwas kränkt oder wenn uns etwas demütigt, dann sollten wir auch hingehen und sagen, dass wir das als demütigend erlebt haben und dass wir das als Problem ansehen und dass wir bitten möchten, dass sich so etwas nicht wiederholt, zum Beispiel. Das wäre eine Form von kommunizierter Aggression. Eine Hilfe, aggressive Gefühle zu regulieren, ist die Psychotherapie. Dann, ja, jedenfalls dann, wenn jemand feststellt, dass er grundsätzlich so viel Angst in sich hat, Widerspruch zu äußern oder Nein zu sagen. Das sind ja alles sanfte Formen von Aggression, Nein zu sagen, Widerspruch äußern, einen Konflikt anzusprechen. Wenn jemand merkt, dass er generell sehr viel Angst hat, das zu tun, dann kann es mal sinnvoll sein, sich psychotherapeutisch beraten zu lassen, um diesen Mut zu finden, und mit der Begleitung der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten dann einen Versuch mal zu machen und das auszutesten, weil es kommt immer darauf an, dass man es dann probiert und dann auch Erfahrungen macht. Und je häufiger man sich den Mut gefasst hat und etwas probiert hat, desto leichter geht es dann auch. Wir sind jetzt im Schnelllauf durch einige der großen Kapitel dieses Buches Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt durchgegangen. In diesem Buch finden sich natürlich noch ganz viele andere Hinweise, zum Beispiel über Männer und Testosteron, über die Bedeutung der Medien, über Amokläufe in Schulen, über antisoziale Persönlichkeiten und Psychopathen. Vielleicht sollten wir dazu noch was sagen. Okay, über die Psychopathen. Ja. Bitte. Weil es ist ja so, ein großes Kapitel. Ja. Aber es ist ja so, dass krankhaft psychopathische Menschen ja für uns auch ein Rätsel sind, nicht? Für die Allgemeinheit. Also Menschen, die kaltblütig andere Menschen umbringen, das sind Gott sei Dank wenige, aber
Diese wenigen reichen aus, uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Und dann ist immer wieder die Frage, ja, wenn solche psychopathischen Menschen da sind, ist dann da nicht doch irgendwie ein Aggressionstrieb da? Sind die Psychopathen sozusagen nicht doch irgendwie der Prototyp des Menschen, des Urmenschen? Und sind wir alle hier nur deswegen so zivilisiert, weil man uns quasi mit der Prozedur der Erziehung und der Religion oder der Moral uns irgendwie verbogen hat, und tatsächlich ist unter uns, in uns allen ist sozusagen der tiefe Kern einer solchen psychopathischen Persönlichkeit. Und auch da hat die moderne Neurobiologie endgültig einen Schlussstrich gezogen, denn das ist nicht der Fall. Man kann, und man hat es auch getan, psychopathische Menschen auch untersuchen, man kann den Aggressionsapparat im Gehirn untersuchen, und man stellt fest, dass psychopathische Menschen nicht nur Verhaltensveränderungen zeigen, die eben in Gewalt bestehen, sondern auch Veränderungen des Gehirns zeigen. Und dass sie nicht sozusagen der Prototyp sind des Urmenschen, sondern dass sie veränderte Menschen sind, in der Regel durch schwerste biografische Verletzungen und Traumatisierungen verändert sind, was die Sache natürlich nicht besser macht. Auch da gilt es zu erklären, aber nicht zu entschuldigen. Wir unterscheiden heute zwischen zwei Typen von Psychopathen. Wir unterscheiden zwischen heißen Psychopathen und kalten Psychopathen. Und die zeigen auch unterschiedliche Veränderungen im Gehirn. Heiße Psychopathen sind extrem reizbare Menschen, die bei kleinsten Anlässen mit voller emotionaler Wucht reagieren und dann mit der heißen Wut der Aggression Gewalttaten begehen. Das nennen wir die heiße Aggression. Die kalte Aggression, die kalten Psychopathen sind Menschen, die die grausamsten Taten ohne jede Gefühlsregung machen, die quasi völlig cool, würde man sagen, bleiben und die, um irgendeinen Vorteil zu bekommen, also um sich sexuell zu befriedigen oder um irgendwelches Geld an sich zu bringen, ohne jede Gefühlsregung andere Menschen abmurksen. Das sind kalte Psychopathen. Und wir haben bei beiden Formen von Psychopathie in der Forschung klare Veränderungen. Bei den heißen Psychopathen findet man, dass die Angstzentren, die ein Teil des Aggressionsapparats sind, dass die übersensibel sind und dass dieser, wie man das nennt, Bottom-up-Drive, also dieser Druck, dieser Vulkandruck der Aggression, der von unten sozusagen kommt, dieser emotionale Vulkandruck der Aggression bei diesen Menschen sich überstark entwickelt und dass die von oben kommende Kontrolle, die Top-Down-Control, die vor allem vom Stirn hinher ausgeübt wird, dass die zu schwach ist. Dass diese Menschen also durch eine überstarke Reizbarkeit einfach ein zu viel an Aggression ausschütten. Das ist das, was wir bei den heißen Psychopathen sehen. Bei den kalten Psychopathen ist die Situation noch schlimmer. Da finden wir nämlich, dass die Angstzentren herunterreguliert sind, dass sie quasi überhaupt nicht mehr einspringen. Das heißt, diese Menschen haben weder vor der Strafe noch vor der Tat Angst, sondern sie sind abgebrüht, in einer pathologischen Weise abgebrüht. Und die Kontrolle, die soziale Kontrolle, die vom Stirn hinherkommt, also wo wir uns überlegen, welche Folgen hat unsere Tat, die ist bei diesen kalten Psychopathen so gut wie völlig abgeschaltet. Und unterm Strich kann man jedenfalls sagen, Psychopathen, egal ob sie heiße Psychopathen oder kalte Psychopathen sind, sind in ihrer Struktur verändert, sowohl psychologisch als auch neurobiologisch. Sie werden nicht so geboren, sondern sie werden durch bestimmte Lebenswege zu Psychopathen gemacht, was natürlich die Sache nicht besser macht. Die Gemeinschaft muss sich vor Psychopathen schützen, da gibt es keine Alternative dazu. Und wenn jemand schwer psychopathisch verändert ist, vor allem im Falle der kalten Psychopathie, sind die Therapieaussichten sehr gering. Das muss man leider auch sagen. Neben diesem Kapitel über die Psychopathen gibt es noch ein Kapitel über die neolithische Revolution. Ganz ein spannendes Kapitel, was da in dieser Entwicklung der Menschheit vor 10, 12, 13.000 Jahren passiert ist. Ja, vielleicht einen kurzen Satz dazu. Ja, gerne. Ich habe, warum neolithische Revolution, denkt man sich, warum geht der Autor hier 10.000 Jahre zurück, was soll der Unsinn, nicht? Es ist so, dass ein,
einfach offensichtlich ist, dass der Mangel an Ressourcen ein maximaler Stimulus für Aggression ist. Die meisten Kriege, die wir heute führen oder die wir auch in der Vergangenheit geführt haben, sind Kriege um knappe Ressourcen, um Öl, um Wasser und so weiter. Das sind Ressourcen, die knapp sind auf dem Globus. Und die neolithische Revolution ist ein wichtiger Einschnitt für die Menschheit. Die neolithische Revolution ist ein Zeitpunkt vor etwa 10.000 Jahren, in dem die Menschen zum ersten Mal dem Ressourcenmangel, den es damals auch schon gab, jetzt nicht dadurch begegnet sind, dass sie einfach weitergezogen sind bis zur nächsten Quelle, sondern dass sie sesshaft geworden sind und angefangen haben, unter den Bedingungen von knappen Ressourcen angefangen haben zu arbeiten, Ackerbau zu betreiben, Rinder zu züchten, also Haustiere sich anzuschaffen, Grundbesitz zu definieren. Das heißt, die Zeit der neolithischen Revolution ist für die Zivilisation der Menschheit ein entscheidender Einschnitt, denn mit der neolithischen Revolution wurde das Eigentum erfunden, es wurde die harte Arbeit erfunden, man musste plötzlich schuften und hat nicht nur gejagt und Früchte gepflückt, man hat gebaut, nicht wahr? Also, und Menschen konnten zur Ware werden. Das heißt, man hat Macht über andere Menschen ausgeübt, damit sie als Arbeitskräfte für einen selber gearbeitet haben. Also das heißt, mit der neolithischen Revolution und mit dem Beginn des Zivilisationsprozesses kam es, Eigentum und so weiter, kam es zu ganz vielen Erscheinungen, die die Eigenschaft hatten oder das Potenzial hatten, die menschliche Aggression zu provozieren. Nicht? Denn da, wo Eigentum entsteht, gibt es natürlich Neid. In der neolithischen Revolution begann es auch, dass man gesagt hat, diese Kinder gehören mir, diese Frau gehört mir. Also auch diese Besitznahme von Menschen, das Patriarchat und so weiter, das ist da ganz stark verstärkt entstanden, und das sind natürlich alles Aggressionsauslöser, potenzielle. Und mir geht es darum, dass wir uns deutlich machen, dass der Ressourcenmangel auf dieser Erde für uns Menschen eine Gefährdung bedeutet, dass uns die Aggressionsspirale entgleitet und dass wir darauf achten müssen, da wir in Zukunft auch noch mehr Ressourcenmangel zu erwarten haben, dass wir darauf achten müssen, dass wir unter dem zunehmenden Ressourcenmangel uns nicht als Art selbst zerstören, sondern dass wir die Kulturkräfte, die wir entwickelt haben, die Vernunft, den Verstand, die Fairness, die Gerechtigkeit, dass wir das stärken und sozusagen dieser Dynamik der Aggression entgegensetzen. Bei der Angst haben wir gehört, dass es nicht darum gehen kann, Angstfreiheit als Ziel zu haben. Das wäre illusorisch. Ja. Und bei der Aggression scheint es ganz ähnlich zu sein. Es geht nicht um eine Abschaffung der Aggression, sondern auch um eine Regulierung. Ja. Ja. Das geht darum, dass wir die Aggression wieder in ihre eigentliche Funktion einsetzen, nämlich soziale Prozesse zu regulieren, und zwar so zu regulieren, dass ein Mindestmaß an Gerechtigkeit und Fairness herrscht. Wenn wir das nicht tun, wenn uns das nicht gelingt, werden wir eine zunehmend in Schwung geratene Aggressionsspirale erleben und werden am Ende uns als Art wahrscheinlich selbst zerstören. Das destruktive Potenzial soll eher begrenzt werden, mhm, als durch so pseudowissenschaftliche Theorien wie vom Aggressionstrieb. Ja. Eher legitimiert. Der Aggressionstrieb, diese Theorie ist nicht nur falsch, sondern sie ist auch gefährlich, weil sie quasi diesen Prozess der zunehmenden gegenseitigen Zerstörung des Menschen wissenschaftlich legitimiert. Ja, an dieser Stelle möchte ich jetzt einen Punkt machen. Wie gesagt, noch ein Kapitel, das ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe, sind Moralsysteme, Religionen und Recht. Dass Scheinheilige zum Beispiel glauben, einen moralischen Freibrief zu haben, oder ein Kapitel heißt Der Heiligenschein im Testlabor, das Pharisäerprinzip. Also es stehen noch einige interessante Dinge drinnen. Und alles, was wir jetzt besprochen haben, finden Sie natürlich auch ausführlich im Buch Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt erläutert. Und ich danke Ihnen, lieber Joachim Bauer, ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank, Franz Josef Kürten.
Ja, wir möchten gerne natürlich auch in diesem Zusammenhang die Möglichkeit des Gesprächs, Fragen, Anregungen, Kritik, Ergänzungen anbieten, wenn von Ihrer Seite der Bedarf dazu besteht, noch das eine oder andere nachzufragen oder genauer zu wissen. Oder wenn Sie bei einem Punkt ganz anderer Meinung sind, hier haben Sie den Fachmann. Bitte, ich komme mit dem Mikrofon. Schmerz zufügen und ausgrenzen führt zu Aggression, habe ich gehört. Mir sind jetzt ein paar Beispiele eingefallen und habe das daran überprüft. Also Palästinenser werden ausgegrenzt, sie werden gedemütigt bei ihren Grenzübergängen laufend und sind aggressiv. Ja. Das ist logisch. Entspricht der Theorie. Leute, die im KZ waren, die wurden ja pausenlos gedemütigt, gequält. Ja. Die müssten ja nachher, sobald sie aus dem KZ noch herausgekommen sind zumindest, auch aggressiv sein. Ne? Ja. Entschuldigung, noch eine kleine Anmerkung. Bitte. Wie wissen wir heute oder Sie über die Darmsysteme von Lebewesen vor 10 Millionen Jahren? Das sind ja Weichteile. Ja, man weiß, ja gut, also soll ich mit dem Letzten anfangen. Also man kennt die Schimpansen, man kennt uns. Und man hat Vorstellungen, wie das Lebewesen ausgesehen hat, von dem die Schimpansen und wir abgestammt sind. Und die vegetarisch lebende Lebewesen haben längere Därme bezogen auf die Körperlänge. Ja? Während Raubtiere, die vom Fleisch anderer Tiere leben, haben kürzere Därme. Und wenn man den Menschen anschaut und alle Primaten, dann gehören sie eher zu den vegetarisch lebenden Lebewesen. Aber ich sage nochmal, sowohl die Schimpansen als auch unsere Vorläufer, die menschlichen Vorläufer, die Australopitheken, haben mit Sicherheit auch etwas Fleischbeikost gehabt, vor allem von sehr kleinen Tieren, Ameisen oder ganz kleine Tiere, die sie eben fangen konnten. Aber sie waren sicher nicht in der Lage, auf große Tiere Jagd zu machen, bis zur Erfindung von Jagdwaffen und bis zur Erfindung des Feuers. Das darf man auch nicht vergessen. Denn rohes Fleisch können wir mit unserem Gebiss und mit unserem Magen-Darm-System auch nicht einfach so verdauen, sondern das ist extrem schwierig für uns. Nach der Erfindung des Feuers, da gehen die Zahlen ein bisschen auseinander, wann das war. Schwanken die Zahlen zwischen 1 Million Jahre und 500.000 Jahre vor unserer Zeit. Aber nach der Erfindung des Feuers war es für den Menschen auf jeden Fall möglich, und nach Erfindung der Jagdwaffen war es für den Menschen auf jeden Fall möglich, Fleisch in größeren Mengen als Beikost zu haben zu den vegetarischen Dingen, die wir essen. Jetzt haben Sie kurz die Situation von Völkern angesprochen, die in Ausgrenzung leben. Ja, ich habe auch tatsächlich an einer Stelle den Nahen Osten als Beispiel genannt. Es ist gar keine Frage, dass ein Land, was in seiner Existenz von seinen Nachbarn bedroht wird, sich natürlich wehren wird und muss, also Israel muss natürlich sich wehren dürfen. Was eben das Problem ist bei dieser Gewaltspirale zwischen Israel und seinen Nachbarn, sind in der Tat die Demütigungen, die da passieren und von denen man zweifeln kann, ob sie wirklich so stattfinden müssen. Nicht? Und es ist sicher auch aus Sicht der Israelis nicht günstig für die Israelis, unnötige Demütigungen stattfinden zu lassen, sich zu wehren und klar auch zurückzuschlagen, wenn sie getroffen wurden mit Gewalttaten. Das mag vernünftig sein, aber Demütigungsakte damit zu verbinden, das ist ein Mittel, um die Gewaltspirale ewig weiterzudrehen. Ja. Was war Ihre Frage noch? Ob Menschen, die im KZ waren, dass die nachher ganz aggressiv sind? Nein, das ist so, Menschen, die im KZ Gewalt erlitten haben, Gewalt erlitten im Sinne einer Traumatisierung. Wenn Sie einen Menschen mit übermächtiger Gewalt brechen, das heißt, wenn
die Gewalt, die sie zufügen, über alles hinausgeht, was unsere Rezeptorsysteme, was unser Organismus normalerweise vertragen kann, dann haben wir das, was wir ein Trauma nennen, nicht? Also wenn die Situation jeder Kontrolle entgleist, die Gewalt, die uns angetan wird, dazu führt, dass wir jede Kontrolle komplett verlieren und existenziell bedroht sind, ohne dass wir etwas tun können. Das nennen wir ein Trauma. Also heute wird viel zu viel als Trauma bezeichnet. Nicht kleinste Vorgänge, irgendwelche kleinen Streits werden schon als großes Trauma aufgeblasen. Das ist lächerlich. Die Definition eines Traumas ist, dass wir eine Übermacht, eine Gewalterfahrung machen, durch eine Übermacht machen, dass wir vollständig wehrlos sind, paralysiert sind und jede Kontrolle über die Situation verlieren und dabei existenziell bedroht sind. Das ist ein Trauma. Und die Situation, die Menschen im KZ über so lange Zeit erlebt haben, war ein protrahiertes Trauma. Und die Regeln, die hier, nach denen hier Menschen reagieren, sind andere. Traumatisierte Menschen reagieren meistens nicht mehr mit Aggression. Das erstaunt dann oft Laien, dass Gewaltopfer, zum Beispiel Frauen mit schwer erlittener sexueller Gewalt, dann würde man erwarten, die wollen sich jetzt vielleicht rächen oder so, oder trachten danach, den Täter zu töten. Das ist komischerweise nicht der Fall. Die Angst ist eher, dass das Opfer nochmal Angst hat, weiterhin Angst hat, vom Täter nochmal attackiert zu werden. Das ist das Problem. Das heißt, Menschen, die traumatisiert wurden durch Gewalt, reagieren nicht nach diesem Schema, sondern nach anderen Regeln. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Die Verschiebung der Aggression. Ja. Man sagt doch oft, schlaf einmal drüber, dann ist es wieder ruhiger. Also dann handelt man überlegter und nicht so aggressiv. Ja. Aber Sie sagen, dass wenn man dass der Ausbruch dann irgendwann kommt wegen einer ganz kleinen Sache. Ja. Heißt das, dass die Aggression, also das Potenzial dann immer ein bisschen wieder steigt, dass es irgendwo immer ein Rest bleibt? Ich würde schon sagen, dass es, ein guter Rat sein kann, mal über eine Nacht über eine Sache zu schlafen, vor allem wenn sie einen massiv aufgeregt hat. Weil man oft in der maximalen Erregung dazu neigt, unvernünftig zu entscheiden. Also zum Beispiel nicht zu bedenken, was die Folgen sind, wenn ich jetzt sofort reagiere mit Wut oder mit Hass. Das heißt, es ist schon ganz okay, mal, wenn ich merke, ich bin besonders erregt, erst mal eine Nacht zu schlafen und dann vielleicht erst zu reagieren mit etwas mehr Besonnenheit. Es hängt davon ab, nicht? Aber wenn jemand geübt ist, das ist eine Übungssache auch, eine Trainingssache. Wenn ich gelernt habe, früh und schnell auf Kränkungen sofort verbal zu reagieren, dann muss ich auch nicht so viel Erregung einbringen, nicht? Dann kann ich sagen, Moment mal, was war denn das? Seit wann sprichst du mich denn so an? Ja? Oder du bist wohl heute besonders schlecht drauf. Was hast du denn heute für einen Ton drauf? Nicht? Also je schneller und spontaner und häufiger ich Kränkungen oder Störungen des sozialen Miteinanders, je häufiger ich das schnell sozusagen sofort abhandle, desto weniger traumatisch läuft es dann auch ab. Nicht? Es läuft dann quasi wie eine soziale Regulation eben ab. Nicht? Und das heißt, wenn jemand tatsächlich so massiv attackiert wird, dass er mit seiner ganzen Wut kaum sich noch halten kann, dann ist es vielleicht besser, eine Nacht drüber zu schlafen und dann zu schauen, was man da tut. Das gilt nicht immer. Man muss immer von Fall zu Fall entscheiden, nicht? Wenn Sie jetzt wirklich von jemandem körperlich attackiert werden, dann sollten Sie auch wirklich schauen, dass Sie entweder zurückschlagen oder schnell davonkommen. Da sollten Sie nicht an den Schlaf heute Nacht denken, nicht? Es hängt immer von der Situation ab. Reinhard Haller ist erfreulicherweise auch hier. Das freut mich sehr. Ich hätte zwei Fragen. Würden Sie meinen, dass die Menschheit und unsere Gesellschaft kränkbarer geworden ist? Also wenn man so die modernen Aggressionsäußerungen betrachtet, die oft, sagen wir, aus nicht so schwerem Anlass zu unverhältnismäßig großen Reaktionen führen, School-Shooting, Terror, Familiendramen, also erweiterte Morde und so weiter, ja. Da muss man doch sagen, das hat es früher in dieser Verhältnis
als Unverhältnismäßigkeit, glaube ich, nicht so gegeben, meine ich jetzt mal primär. Das ist die erste Frage. Die zweite, die mich interessieren würde, wie würden Sie diese Kenntnisse, die Sie uns so anschaulich gegeben haben über den Stand der Aggressionsforschung, in den Krankheitsbildern Ihres zweiten Berufes, des Internisten, umsetzen? Also wie kann man so diese alten Zusammenhänge, psychosomatische Erklärung des Myokardinfarkts, Magengeschwür etc. etc. anhand dieser neuen Erkenntnis interpretieren? Ja, also die erste Frage, die Sie gestellt hatten, war, ob die Menschheit sensibler geworden ist. Ich glaube ja. Und der Grund, den ich dafür sehe, ist, dass wir mehr Überbevölkerung haben, dass wir dichter aufeinander leben und dass die zivilisatorischen Stressoren zugenommen haben. Wir unterziehen junge Leute heute schon sehr früh dem Erziehungs- und Ausbildungsgang. Diese Prozesse sind endlos langwierig, nicht? 13 Jahre, und wenn man die Vorschule noch dazu zählt, ist es noch länger. Wir haben heute ganz hohe Anforderungen an Ausbildung und an soziale Anpassung, auch danach, nicht wahr? Die Angst um den Arbeitsplatz, die sozialen Krisen, die wir haben, das alles sind zivilisatorische Stressoren, denen wir Menschen im zivilisatorischen Prozess ausgesetzt sind. Die Stressoren nehmen zu und die Faktoren, die in der Lage wären, unser Wohlbefinden zu erhöhen, die nehmen ab. Gemeinschaft nimmt ab. Wir haben eine zunehmende Individualisierung, Vereinzelung. Immer mehr Menschen leben ganz alleine. Der Familienzusammenhalt ist für viele Menschen nur noch schwach gegeben oder gar nicht gegeben. Also wir haben ein weniger an sozialer Gemeinschaft. Auch das ist eine Folge des zivilisatorischen Prozesses. Das heißt also, das, was quasi diese Motivationssysteme stärken würde, Gemeinschaftsgefühl, Anerkennung, das Gefühl, bedeutsam für andere zu sein, Liebe zu erfahren, das ist immer stärker gefährdet oder wird weniger. Und auf der anderen Seite nehmen die Stressoren, also die Anforderungen an die Leistung, massiv zu. Und ich glaube, dass das eine sehr prekäre Verschiebung ist, die wir haben. Und dass das möglicherweise erklärt, warum wir auch ein Mehr an Aggression erleben, auch an Gewalt erleben. Die zweite Frage war, die Frage, wie solche Störungen des Aggressionshaushaltes sich auf körperliche Störungen auswirken. Nun, wir sind ja in der psychosomatischen Medizin bescheiden geworden mit solchen Aussagen, inwieweit seelische Faktoren körperliche Erkrankungen begünstigen können. Wir sehen ja immer mehr, dass es ein Zusammenspiel von somatischen und psychischen Faktoren ist, was dann Krankheiten auslöst. Also wir sehen zum Beispiel bei der Gastritis, dass Stressfaktoren plus bestimmte Keime zusammenwirken können, um die Gastritis zu machen, dass wir nicht dieses alte Spiel haben, die Seele regiert den Körper, aber wir müssen uns auch davon trennen, dass der Körper völlig getrennt von der Seele ist, sondern dass beides zusammenwirkt. Die Stressforschung zeigt, Sie haben das Herz angesprochen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass Stressoren tatsächlich den Körper massiv stören, psychische Stressoren. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, dass bei solchen Erdbeben, wie wir sie jetzt hatten, in Japan wieder aus früheren Erdbeben, Studien von früheren Erdbeben wissen wir, dass zum Beispiel die Herztodesraten nach Erdbeben sofort hochgehen in der Region, wo das Erdbeben stattgefunden hat. Zum Beispiel in Los Angeles gibt es da Untersuchungen über ein bestimmtes Erdbeben. Und da hat man gezeigt, verglichen mit den Jahren davor und danach, dass am Tag des Erdbebens und wenige Tage danach es eine massive Zunahme von Herztoten gegeben hat. Also wir wissen, dass verschiedenste Stressoren, auch die Angst um den Arbeitsplatz, Kündigungen und so weiter, auf die körperliche Gesundheit durchschlagen können. Ja. Noch eine Wortmeldung. Ich denke, es wird die letzte sein. Ich hätte auch noch mal zwei Fragen. Das erste wäre, Sie haben ja jetzt Ihr Fachgebiet auf Psychologie und Wissenschaft gemacht. Und meine Frage wäre, wie kommt das, dass Sie das so kombiniert haben? Oder mit welchem haben Sie angefangen?
Ja, also Ihre Frage unterstellt ja, dass Psychologie keine Wissenschaft sei, deswegen muss ich grenzen. Ja, ich habe mit dem Körper angefangen. Also mich hat, als ich so alt war wie Sie, vor allem die Psychologie interessiert. Aber ich habe mir dann gedacht, bevor ich gleich in die Psychologie gehe, möchte ich erstmal ein bisschen was über die körperlichen Grundlagen wissen. Und deswegen habe ich mit dem Medizinstudium begonnen, habe dann auch einige Jahre in der Genforschung gearbeitet, mich dafür interessiert, wie funktionieren eigentlich Gene. Habe über Gene des Immunsystems gearbeitet, über die Abwehr des Körpers gegenüber Krankheiten, da spielen Gene des Immunsystems eine große Rolle. Und habe mich dann noch mal ein paar Jahre für Gene des Gehirns interessiert. Aber mein altes Interesse für die Psychologie blieb immer wach. Und dann kam der Moment, wo ich die beiden Dinge zusammengeführt habe. Und wir sind heute tatsächlich in der Forschung an einem Moment, wo diese beiden Felder auch zusammenkommen. Wo Psychologen, die Psychologie studiert haben, Labors aufbauen, um Folgen von Stress im Gehirn zu studieren. Und wo sich Leute, die eigentlich Neuroforscher sind, Gehirnforscher sind, sich plötzlich für die Psychologie interessieren. Also das findet im Moment, begegnet sich das in der weltweiten Forschung. Und deswegen ist die Neuroforschung momentan mit das Spannendste, was es gibt, weil wir wirklich an dem Punkt sind, wo wir Lebensstile, psychologische Prozesse und biologische Prozesse miteinander in Verbindung bringen können. Okay. Meine zweite Frage würde sich mal auf das Thema Probanden beziehen. Mhm. Meine Frage war jetzt, das haben Sie vorhin erwähnt, Sie haben Leute getestet, die eben gerade eine Beziehung ziemlich böse beendet haben. Ja. Und wie kriegt man Leute als Proband, die gerade eine Beziehung beendet gekriegt haben? Ja. Also Leute, vor denen sich der Partner getrennt hat. Das sind Sachen, die gehen ganz einfach. Also auch Forscher kochen nur mit Wasser. Man schaltet eine Anzeige. Oder man macht einen Aushang. Und dann kommen schon einige. Ja, man muss natürlich ein Probandenhonorar bezahlen. Also man muss ihnen die Fahrtkosten erstatten und ein bisschen was dazugeben, sodass sie dann vielleicht einmal mit dem neuen Partner, den sie vielleicht mal finden werden, hoffentlich mal essen gehen können. So viel sollte es schon sein. Ja, dass die Neurobiologie ein ganz spannendes Gebiet ist, das haben wir an diesem Abend erfahren von Joachim Bauer. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne, sehr gerne. Ich darf noch ein paar Hinweise anbringen. Die nächste Veranstaltung ist am 28. April, leicht zu merken, ein Tag vor der Hochzeit des Royal Königlichen Paares. Bei uns ist dann Professor Matthias Binswanger und er spricht über die Tretmühlen des Glücks. Warum werden wir immer reicher, aber nicht glücklicher? Warum treten wir auf der Stelle? Er kann das gut analysieren und er hat auch einige Gegenstrategien, wie man aus diesen Tretmühlen rauskommt. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, es gibt freundlicherweise einen Büchertisch, wo dieses neue Buch, das wie gesagt heute am ersten Tag überhaupt erhältlich ist, das ist bereits erhältlich, und auch die früheren Bücher von Joachim Bauer, die als Taschenbuch vorliegen, die können Sie genauso erwerben. Und ich glaube, Joachim Bauer wird auch gerne, wenn Sie es wünschen, das eine oder andere Buch signieren als natürlich, ja, Erinnerung an diesen Abend. Dann bedanke ich mich bei allen, die an dieser Veranstaltung wieder mitgewirkt haben. Das ist der Günther Arich, der für den guten Ton zuständig ist. An der Kamera die Martina Podgornik und Jürgen Gorbach. Hinten der Regisseur, das war Stefan Suterlütin und Gabi Pietsch, Sandra Studer und Gudrun Mattis, die haben die Kartenreservierung vorgenommen. Ihnen danke ich ganz herzlich, dass Sie sich an diesem Abend entschieden haben, zu uns zu kommen, und ich hoffe, dass wir uns auch ein andermal wieder hier sehen. Kommen Sie gut nach Hause.